Nun folgt der Vortrag Mehr schlecht als recht, Grauzone Sicherheitsforscher mit Dominik und Fabian. Stellt euch vor, ihr seid Forscher, ihr wollt euch ein Stück Software genauer angucken, verstehen, wie es funktioniert und macht das, was üblich ist, Reverse Engineering. Dabei findet ihr eine Sicherheitslücke. Wenn man so in den Programmschedule von diesem Kongress guckt, ist das jetzt nichts allzu Unübliches, was passiert. Aber plötzlich kommt Post vom Anwalt. Von dieser Geschichte erzählen uns die beiden Forscher Dominik und Fabian. Begrüßt sie und ihren Leidensweg mit einem großen Applaus. Dankeschön. Genau, wir halten, mein Kollege Fabian und ich halten heute einen Talk. Warum stehen wir hier? Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, das hat irgendwas mit rechtlichen Dingen zu tun. Disclaimer vorweg, wir sind keine Rechtsanwälte. Dankeschön dafür. Ich muss auch dazu sagen, es sind nicht nur wir beide betroffen gewesen, es waren 8 Leute insgesamt, die hier in rechtliche Turbulenzen verwickelt waren. Das waren 2 Gruppen, komplett unabhängige Forscher. Einmal das Team im folgenden Team V von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Das sind 3 Leute von der FAU und mich. Ich bin inzwischen an der TU Berlin. Und das andere Team, das Team TUM aus München, TU München, 4 Leute inklusive Fabian. Und eigentlich einer noch von der TU Eindhoven, der wurde aber im Laufe des Prozesses irgendwie von der Gegenseite einfach ignoriert. Ja, ist okay, er hat sich nicht darüber beschwert. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir keiner Lösung trauen, die absolute Sicherheit bewirbt. Und wer macht sowas? Die sogenannte Antragstellerin. Das ist eine Anbieterin von Sicherheitslösungen. Das Versprechen ist, gib mir deine Software, ich mache sie sicher, egal wie böse das Betriebssystem ist. Schützt vor Malware, Man-in-the-Middle, Code-Injection, Spyware. Also einfach vor allem. Und warum haben wir beide Gruppen uns das angeschaut? Wegen der relativ hohen Verbreitung am deutschen Markt. Das war der Grund. Genau. Wie ist das Ganze, wie hat das angefangen? Wir haben es letztes Jahr angeschaut und daraus ging dann so eine Veröffentlichung hervor. Langsam ging es los. Erstmal ein Artikel in der Süddeutschen Ende letzten Jahres. Ihr seht rechts auf den Folien immer schön die Zeitleiste. Blau ist dafür die Color Coding der Team FAU. Grün ist die TU München. Genau, wir haben das gemeldet und ohne weitere Details einen Zeitungsartikel veröffentlicht und dann einen Monat später gab es einen Vortrag auf dem Kongress dazu, die fabelhafte Welt des Mobile Bankings von Vincent Haupert von der FAU in Nürnberg. Darauf ausliegend haben wir dann ein Paper auch noch geschrieben, also ein wissenschaftliches Papier, das wir auf der DIMWA dieses Jahres vorgestellt haben. Honey, I Shrunk Your App Security. Da haben wir dann nicht nur die Antragstellerin betrachtet, sondern auch noch das umliegende Umfeld. Also wir haben uns auch nicht auf diese eine Firma verschossen, sondern wir haben uns dann auch noch ein bisschen den Markt angeschaut. Ja, das war eigentlich so das von uns. Und dann war es für uns auch vorbei, das Thema. Ja, deswegen kommen wir jetzt, Fabian. Ja. Danke, Dominik. Also was das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass es leider ziemlich verzwickt ist. Es gibt 2 Zeitstränge, die quasi an einigen Stellen parallel abläufen. Ich erzähle euch jetzt, was gleichzeitig an der TUM geschah. Was passiert ist, ist, dass ein Kollege von mir aus unserer Autorengruppe an der TUM sich die Elster-App für die elektronische Lohnsteuererklärung angeschaut hat und festgestellt hat, naja, dass was da drin ist, dass sie ziemlich nach dem aus, was der Vincent auf dem 34C3 schon mal in dem Talk erwähnt hat. So ist der allererste Kontakt zustande zu kommen. Zu dem Zeitpunkt war das Paper auf der DIMWA gerade conditionally accepted, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann floss ein bisschen was von unserer Analyse in das Paper noch mit ein. Was wir außerdem gefunden haben, ist eine sogenannte Whitebox-Kryptographie, die zusätzlicher Schutzbaustein in der Software der Antragstellerin ist. Und wir haben eigentlich danach tatsächlich nach diesem so einem Whitebox-Kryptostand, wir wollten das schon immer mal länger anschauen und haben gedacht, okay, zu diesem akademischen Diskurs bringt Whitebox-Kryptographie etwas, bringt es nichts, ohne zu wissen, was es jetzt genau ist, wollten was beitragen und haben dann versucht, ein Paper zu veröffentlichen und haben ein Paper auf dem 12. Usenix Workshop on Offensive Technologies, der kurz WUT18, eingereicht. Und wir haben uns dann sehr gefreut, dass es conditionally accepted wurde, knapp einen Monat später. Hat man tatsächlich nicht mit gerechnet.
Dann sind wir überrascht worden, das erste Mal. So knapp, man sieht das hier an der Zeitleiste, ein paar Wochen nachdem wir das Conditionally Accept bekommen haben, gab es eine E-Mail vom CTO der Antragstellerin mit dem Betreff Responsible Disclosure Violation. Da sind wir das erste Mal aus allen Wolken gefallen. Eigentlich, man muss dazu sagen, unsere Findings, das war jetzt eigentlich, wir haben da zwar Reverse Engineering betrieben, aber es war eigentlich, wir haben nicht so direkt einen Sicherheitsleck da gefunden tatsächlich. Es ging eigentlich eher mehr so um Vergleich von etwas mit der akademischen Welt. Ja, und trotzdem, die Forschungsergebnisse, die wir hatten, und Vorabzug des Papers der Firma, um die es dagegen zur Verfügung gestellt, und haben dann, die waren natürlich nicht begeistert, dann haben wir über verschiedene Aspekte unseres Papiers mit denen 10 Tage lang diskutiert. Ja, Überraschung. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, habe ich vorhin schon dargelegt, eigentlich abgeschlossen gehabt mit dem Thema. Wir hatten unser Papier released, das ist so in der Wissenschaft üblicherweise, da hat man dann nicht mehr so viel damit zu tun. Und plötzlich flattert so ein Schreiben, offiziell aussehendes Schreiben. Also erstmal kam eine Mail am Freitagabend, am Montag kam dann auch das per Post. Bitte einmal unterschreiben, im Volksmund wird es eine Abmahnung genannt. Worum ging es da? Ja, an E-Mails von der Rechtsanwaltskanzlei. Zur Forderung der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, das muss ich ablesen, mit der Frist von, also Freitagabend kam das an, nur 2 Werktagen, was nicht sehr viel ist, Verstoß gegen, ja, was könnten wir verstoßen haben? Wir sind böse Hacker, deswegen wahrscheinlich irgendwas mit Hackersachen, genau, Urheberrecht. Und natürlich waren wir auch noch Wettbewerber und haben unlauteren Wettbewerb betrieben. Wir haben uns gewundert. Die Forderungen waren folgendermaßen: kein Reverse Engineering mehr machen, also zumindest der Software der Antragstellerin, keine Schutzmaßnahmen umgehen, die hier irgendwie, das ist ja denen ihr Job, ne? Also die machen Schutzmaßnahmen, wir dürfen die nicht mehr umgehen, damit ist dann der Schutz perfekt. ja. Nichts mehr veröffentlichen und keine Software mehr erwerben oder besitzen, die entweder A oder B ermöglicht, also hört auf mit eurem Job, ein Leben lang, Strafe hier Verstoß, 10.000 Euro. Also jedes Mal, wenn ich AIDA aus Versehen irgendwo, egal. Strafrechtliche Konsequenzen auch noch angedroht, also so ein böser Nebensatz, der sagt ja übrigens, obwohl ihr hier vielleicht das unterschreibt, ihr könntet dann trotzdem noch auf anderem Wege belangt werden, das fanden wir nicht so gut. Ich hatte jetzt die glückliche Situation, easy an der Uni, ich bin ja Forscher und so, ich habe da angerufen, ja, ich habe ein Problem, liebe Rechtsabteilung, und die Rechtsabteilung sagt, ja, überhaupt gar kein Problem, machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns um das Thema, damit bin ich fertig. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich gehe zurück an Fabian. Ja, jetzt wäre es ja schön gewesen, wenn das für uns auch so einfach gewesen wäre. Also wir haben diesen schönen Brief in Form eines Vorabzugs per E-Mail an einem Freitag bekommen. Ich glaube, es war irgendwie so 15, 15.30 oder so. Wir saßen glücklicherweise noch in der Besprechung mit meiner Chefin, meiner Professorin, die mein Promotionsprojekt betreut. Und die hat dann gleich reagiert und meine Rechtsabteilung angerufen. Naja, gut, jetzt Uni, ich weiß nicht, könnt ihr euch überlegen, was passiert, wenn man um 16 Uhr an einem Freitag da versucht, irgendjemanden zu erreichen. Es war zum Glück tatsächlich noch jemand da, ja, also es war noch jemand da, der unsere Anfrage erstmal aufgenommen hat. Es hieß allerdings tatsächlich nur, ja, der Herr Oberregierungsrat, der sich das anschauen könnte, der ist leider nicht mehr im Haus, ich gebe ihm das gleich am Montag. Ihr habt hier so einen kleinen Kalender, um zu sehen, wie knapp das war. Also am 20. haben wir es bekommen, der 24. war die Frist, bis dahin sollten wir das zurückschicken, unterschrieben, dann könnten wir vielleicht den zivilrechtlichen Forderungen entgehen. Wurde uns versprochen, in diesem Abmahnschreiben. Gut, am Wochenende ist da ja nichts passiert. Wir mussten dann so zähneknirschendes Wochenende gehen, ohne was bewegen zu können. Am 23. und 24. haben wir dauernd mit der Rechtsabteilung telefoniert. Mehrfach. Oft. Und haben versucht, irgendwie denen zu erklären, was eigentlich passiert ist. Tatsächlich, die sind erstmal aus allen Wolken gefallen und dachten, oh Gott, was ist denn da schiefgelaufen? Dann haben wir erstmal versucht zu sehen, okay, was ist die Historie? Wir haben ja schon im Vorfeld eine Diskussion zu unserem Paper mit denen geführt, haben denen unser Paper gegeben und dann gab es das nächste Problem. Naja, das sind
ich will jetzt Juristen nicht runtermachen, keineswegs. Aber die haben halt ein anderes Fachgebiet. Und wir machen unsere Forschung, da und sollen denen jetzt auf einmal erzählen, was unsere verschiedenen Analysetechniken denn bedeuten und wie das rechtlich einzuordnen ist. Das war sehr schwierig. Und die Rechtsabteilung hat das auch am Anfang nicht so locker gesehen. Also die erste Reaktion war, glaube ich, oh Gott, wir informieren erstmal den Vizekanzler. Wir sehen da potenziell auch noch Schadensersatzforderungen auf uns zukommen. Potenziell auch nach ausländischem Recht. Und ja, das war nicht witzig. Wir haben dann um eine Fristverlängerung gebeten. Die Rechtsabteilung hat das netterweise für uns übernommen. Das ist ein Schreiben an den gegnerischen Rechtsanwalt. Wichtig ist eigentlich nur, dass ich das fette, wir bitten um eine Fristverlängerung bis Dienstag, den 31. Juli. Wie ihr jetzt auf diesem Kalender sehen könnt, das wäre jetzt genau eine Woche gewesen. Gekriegt, einen Tag haben wir. Danke. Okay, also weiterhetzen. Wir müssen irgendwie mit unserer Rechtsabteilung klären, was wir jetzt machen können. Also wir haben mit denen tatsächlich juristische Fachartikel gewälzt. Dann kam am 25. leider noch der nächste Brüller. Ja, wir können das Antwortschreiben leider nur vorbereiten. Unterschreiben müsst ihr selbst. Wir können es als Uni nicht zurückweisen. Auf dem Briefkopf steht euer Name. Ihr müsst es unterschreiben. Die TUM ist nicht offiziell Prozesspartei bis jetzt. Da war auf unserer Seite erstmal Stille. Wir konnten es nicht fassen. Wir mussten dann tatsächlich darauf eingehen und haben das deren vorbereitetes Antwortschreiben dann selbst unterzeichnet und die Forderungen des Antragstellerin zurückgewiesen. Ganz kurz, erinnere mich dran, ich habe es jetzt komplett vergessen irgendwie. Das war natürlich nicht, wie es war. Also Sie haben sofort gesagt, ja, es steht Ihr Name drauf. Good luck, have fun. Sie sollten sich dringend einen Anwalt nehmen, geht uns nichts an. Also das war dann geil. genau. Weiter, rechtlicher Hintergrund, Fabian. Okay. Also das, was jetzt folgt, das wussten wir natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Das ist das, was wir jetzt das wird vielleicht noch alles kommt im Vortrag. Da haben wir das so angesammelt an Wissen. Wie gesagt, wir sind keine Anwälte, aber ich versuche trotzdem mal so ein bisschen euch auseinanderzunehmen. Wo ist das Problem juristisch, soweit wir es verstehen? Wir haben uns für unsere Analyse der Software, um die es da ging, verschiedener Methoden aus dem Reverse Engineering Baukasten bedient. Der ist jetzt hier mal so als Querbalken grün dargestellt. Und da ist zum Beispiel halt drin Dekompilieren, verschiedene statische Analysetechniken. Man kann das Programm zum Beispiel testen, indem man es in einem Emulator ausführt und nicht direkt auf der Hardware. Und den Emulator kann man dann ein bisschen pimpen an ein paar Stellen. Man kann das Programm so einfach nur als Blackbox nehmen und einfach dem zuschauen, was es tut. Wenn man es im Debugger ausführt tatsächlich, dann sieht man auch, wie sich die Registerwerte verändern. Disassemblieren tatsächlich wird auch durch den Debugger gemacht, tatsächlich ist, aber ja, man kann es auch bei Object Dump oder so reinschmeißen. Juristisch ist es so, dekompilieren, never do it. Das ist verboten nach verschiedenen Paragraphen aus dem Urheberrecht und ein Teilanspruch, je nachdem, glaube ich, und auf welchen Anwalt man trifft, leiten die das auch her aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, wo steht, man darf nicht mit technischen Maßnahmen Geschäftsgeheimnisse einer anderen Firma sich aneignen. Testen und beobachten wiederum tatsächlich ist völlig okay. Das ist explizit erlaubt nach dem Urheberrecht und dankenswerterweise auch nicht ausschließbar nach den AGB. Bei den ganzen Zwischendingern ist es so, ja. Also je nachdem, welchen juristischen Fachartikel man da liest, wenn es denn da mal, und da gibt es nur ein paar von. Also wir haben gefragt, keiner konnte das so richtig sagen. Wir mussten uns im Vorgang dann auch Anwälte nehmen. Auch die meinten ja, das ist nicht abschließend geklärt, unserer Meinung. Es gibt bei dem Dekompilieren netterweise eine Ausnahme. Das ist die Herstellung von Interoperabilität. Also wie gesagt, ich bin wieder kein Jurist, aber ich vermute, das trifft zum Beispiel so aus wie Treiberentwicklung. Ihr habt einen Closed-Source-Treiber und es gibt eine Schnittstelle und ihr wollt jetzt einen Open-Source-Pendant dazu anbieten oder es gibt irgendeine klar definierte Schnittstelle und aus Wettbewerbsgründen, damit da Wettbewerb entstehen kann, darf man im Notfall da auch dekompilieren, um herauszukriegen, wie diese Schnittstelle zu bedienen ist. In einem Emulator ausführen, wir haben mal unsere Anwälte dann später gefragt, die meinten, es ist wahrscheinlich eher verboten. Das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das Ausführen, also die Begründung war dann, naja, das Programm läuft dann ja nicht mehr in seiner natürlichen Umgebung. Schwierig.
Und statische Analyse, also teilweise, wir haben auch juristische Fachleute, da war Disassemblieren schon verboten. Ja? Also wenn ihr im Hexeditors-Programm aufmacht und den Disassemblierer in eurem Kopf hat tatsächlich, also ihr könnt dann aus den Hexziffern die Opcodes herleiten und selbst wenn ihr in eurem Kopf dekompilieren könnt, das ist fein. Wenn ihr aber ein Tool dafür benutzt, das automatisch macht, das ist schwierig. So, eigentlich war unser Ziel des Ganzen, wir wollten eigentlich gerne mit der, also wir hatten kein Interesse an Streit. Wir haben gesagt, naja, okay, was können wir denn machen, ohne unsere wissenschaftliche Unabhängigkeit zu verlieren, um das der Gegenseite so ein bisschen schmackhaft zu machen, dass wir das Paper veröffentlichen. Wir haben dann mit denen diskutiert, ein paar Formulierungen, die wirklich einfach drin waren, die wissenschaftlich null Relevanz haben, wo man nicht sagen kann, hey, wir hätten uns da jetzt einen faulen Kompromiss gemacht, haben wir gestrichen, aber das hat alles nichts gebracht. Letzten Endes haben wir trotz intensiver Diskussion mit der Antragsgegnerin das Paper dann finally zurückgezogen. Obwohl die Wut uns signalisiert, also da, es kam zwischenzeitlich von der Wut die E-Mail, ja, wir nehmen das an in der Fassung. Also das war nicht mehr nur conditionally accepted, das war finally accepted zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, wir bringen das dann irgendwann später, vielleicht mal. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren und haben gehofft, naja, jetzt ist ja hoffentlich Ruhe, oder? War es dann auch irgendwie so ein Wochenende bei Ruhe? Hier ist das Unboxing-Video, was dann am nächste Woche kam. Wiederverwendung eher schlecht, dafür sehr gehaltvoll. Genau, das war das Schreiben. Danke. Also, wir sehen hier, an Inhalt oder zumindest an Masse fehlt es nicht. Das war das Schreiben vom Gericht, vom Nürnberger Landesgericht. War sehr gehaltvoll. Und was war das dann? Das war, sie haben versucht, eine einstweilige Verfügung zu erreichen. Das Gericht hat es aber nicht direkt akzeptiert und hat gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Erstmal sehr großer Wert und so. Wir wollen das gerne, also man kann da irgendwie als Gericht sagen, ja, das winken wir direkt durch. Einstweilige Verfügung wird akzeptiert und da muss man irgendwie dagegen klagen und so weiter. Oder man sagt als Gericht, das will man gerne mal verhandeln, das hatten sie gerne verhandelt. Mit Anwaltszwang, das heißt, wir haben uns dann auch Anwälte genommen, so und volles Programm natürlich und persönliches Erscheinen wird angeordnet. Und dann sind wir alle nach ziemlich viel Schriftwechsel, also dann, man denkt so, ja, Verhandlungen, da geht man hin und schaut mal, was passiert. In Wirklichkeit war dann mit unseren Anwälten wirklich Beschuss, also es gab zeitenweise von der Gegenseite von uns irgendwelche Schreiben, die das Recht interpretiert haben und im Gericht versuchen, im Vorfeld schon mal klarzumachen, dass die jeweilige Gegenseite Quatsch redet. Jedenfalls nach diesem gesamten Hin und Her haben wir uns dann auch getroffen im Gerichtssaal und war alles überfüllt. Die Richter haben gemeint, naja, so eine volle Zivilverhandlung hatten sie noch nie. Also wir waren 8 Leute, der komplette Lehrstuhl ist noch mit angereist, aus Interesse. War sehr interessant, also es war eine recht lange Verhandlung. Unser Anwalt hat mit 2 Stunden gerechnet, maximal, und es waren dann 7. Und es war, also, genau, und da waren natürlich sehr interessante Stilblüten mit dabei, die ich jetzt hier nicht zeitlich alle vorbringen will, aber solche Sachen wie die Verteidiger, oder die, nicht, das sind keine Verteidiger, Rechtsanwälte der Antragstellerin haben so Sachen losgelassen, wie es kann, der Sicherheit der Software unserer Klientin ja nicht dienlich sein, wenn die Sicherheit in der Öffentlichkeit diskutiert wird und lauter so. Ja. Genau, also es war interessant. Die Richter haben ihren Job tatsächlich verhältnismäßig, also wir hatten Glück, dass sie sich wirklich darauf eingelassen haben, auf das Thema. Nicht nur Täter, die Schreibtischtäter, sondern wirklich sich damit auseinandergesetzt haben. Die Schriftführerin ist irgendwann nach Hause gegangen, weil sie Feierabend machen musste. Und 7 Stunden später hat dann, also die 7 Stunden später hat dann die dritte Richterin das niedertippen dürfen, weil die Schriftführung war weg. Wir haben einen Vergleich geschlossen mit der Gegenseite. Wir haben uns quasi darauf geeinigt, dass die Gegenseite erstmal alles zahlt. Das war uns sehr wichtig. Aber dafür haben wir zugestanden, dass wir in Zukunft Responsible Disclosure ihnen gegenüber einhalten. Also wenn wir jemals wieder deren App anschauen, dann sagen wir erstmal Bescheid, wir haben eine neue Sicherheitslücke, wir geben ihnen x Tage Zeit, die wir für angemessen halten. Daraufhin darf die Gegenseite dann sagen, ja, ist uns nicht genug oder wir brauchen mehr Infos oder ja, passt, wir fixen das.
im Idealfall. Und wir dürfen dann die Kommentare der Gegenseite prüfen und dürfen entsprechend agieren. Und was uns besonders wichtig war, wir dürfen weiterhin veröffentlichen trotzdem. Und genau, Sie tragen komplett die Verhandlungskosten. Also sagen wir mal ein okayes Ergebnis. Nach dem Vergleich waren wir alle super durch. Es gab auch einen Heise-Artikel dazu, der rege kommentiert wurde. Also eigentlich, gerade nochmal alles gut gegangen, oder? Also es war natürlich, es klingt jetzt so mittelgut, ne? Also es sind 8 Forscher, wurden wochenlang, es ist echt Stress, also wie gesagt, Papierkrieg bis zum Umkippen, lauter Sachen, die man noch nie sich hätte träumen lassen wollen können. Wir haben keinerlei Unklarheiten beantwortet, nur dadurch, dass wir gesagt haben, ja, wir nehmen den Vergleich an. Ist jetzt, also wenn wir gewonnen hätten, dann wäre Dekompilieren trotzdem nicht legal gewesen. Hätten wir nur gesagt, wir haben nicht dekompiliert oder sowas. Und das Paper von der TU ist weiterhin nicht veröffentlicht. Das wird aber, sie sind auf dem Weg. Also das kommt dann schon noch irgendwann. Das ist halt jetzt ein halbes Jahr später oder so. Genau, was nehmen wir aus dem Gesamten mit? Erstmal keine Panik, aber das ist so ein Standardding, ne? Don't panic. Aber ich habe natürlich zu wenig gepanikt. Ich habe am Freitag gedacht, ja, ist eh Wochenende. Montag wird es meine Uni schon richten. Nee. nicht blind Sachen unterschreiben natürlich, ich glaube, das ist auch obvious. Also wenn wir den ersten Wisch unterschrieben hätten, dann hätten wir halt einfach unseren Jobs an ihren Nagel hängen können und das ist ja kompletter Käse. Die Uni-Juristen sind keine IT-Experten, also selbst da an den Unis, wo sie was gemacht haben, also war es nicht so leicht, das denen zu vermitteln. Die FAU zum Beispiel, da die Juristen haben sich hervorgetan, die waren positiv zu erwähnen, die ja, wie auch immer. Nicht übertreiben in Publikationen, das ist so mal so ein bisschen gegen uns selbst. Wir tendieren dazu in der Wissenschaft immer so, alles oh, voll cool, was wir gemacht haben und so weiter. Wenn wir Sachen reinschreiben, die am Schluss vielleicht rechtlich verwerflich sind, dann problematisch. Und auch warum den Firmennamen groß in den Titel packen, wenn man es nicht muss oder sowas, könnte man sich dann für die Zukunft überlegen, ob man das wirklich will. Und das Wichtigste natürlich, never decompile. Also niemals, jemals sind die Compiler verwenden. Keine 5 mehr, Taste gleich rausreißen aus der Tastatur. Glücklicherweise, die Beweislast liegt beim Gegner. Also, falls doch jemand mal ausrutscht auf der Maus oder der Tastatur, die Beweislast liegt beim Gegner. Nicht reinschreiben. Also, wenn man wirklich ein Papier oder sowas veröffentlicht, man hat nicht dekompiliert, hat man einfach nicht. Problem ist, es gibt irgendwie dann noch wieder Ansprüche. Also, wenn ein Verdacht besteht, dann könnten da auch wieder. Das geht jetzt auch zu tief ins Detail. Auf jeden Fall never decompile. Ja, ja. So, dann haben wir uns einige Fragen gestellt, die wir jetzt dann im Laufenden Fabian noch ein bisschen beantworten möchte. Ja. Also, bevor wir jetzt zum Ende des Talks und unserem Resümee kommen, wir haben natürlich uns selber während des Prozesses schon einige Fragen gestellt und auch von außerhalb welche bekommen und das Best-of möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Natürlich, naja, wenn die Richter, also das muss man klar sagen, während des Gerichtsprozesses haben sich die Richter sehr tief in die Karten schauen lassen. Haben der Gegenseite quasi wortwörtlich gesagt, also Leute, vor dieser Kammer habt ihr mit euren Forderungen keine Chance. Das könnt ihr vergessen. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, warum haben wir das denn nicht einfach durchgezogen, sondern uns verglichen? Naja, ich habe euch das hier mal so ein bisschen aufgemalt. Was wir ja gekriegt haben, ist es der Instanzweg. Wir haben jetzt ein einstweiliges Verfügungsverfahren gehabt. Das ist das, worum es bei uns ging. Die Abmahnung haben wir gekriegt. Die haben wir alle unabhängig voneinander zurückgewiesen. Und dann geht der Weg, weil es ein einstweiliges Verfügungsverfahren ist, erstmal zum Landgericht, dann zum Oberlandesgericht, wenn die Gegenseite in Berufung oder Revision geht. Und danach gibt es auf jeden Fall erstmal beim einstweiligen Verfahren eine Entscheidung. Davon unberührt ist aber noch ein eigentliches Verfügungsverfahren. Das ist quasi, also einstweilig ist das Eilverfahren. Ich habe mir gehört, ich hoffe, es stimmt. In Bayern muss man das zum Beispiel auch einen Monat nach Kenntnis als Firma des Vorfalls einreichen. Sonst ist es offensichtlich nicht mehr eilig, wenn man einen Monat damit wartet, bis man zu Gericht geht. Unabhängig davon kann man nochmal versuchen, die gleichen Ansprüche in dem normalen Verfügungsverfahren durchsetzen. Einstweilig ist einfach nur die Eilig-Geschichte, dass es eben der Zustand eingefroren wird. So, wo waren wir denn jetzt? Wir haben die erste Stufe dieser fünfstufigen Pyramide, die haben wir quasi gezündet. Wir waren bei Landgericht und haben es auch auf dem Urteil, also
also waren da, hätten es auf den Urteilsanlass ankommen lassen können. Das wäre wahrscheinlich in unserem Sinne ausgegangen. Die meisten Fälle, von denen wir wissen und denen von jedenfalls auch die TUM-Anwälte wussten oder uns von unserem Team die Anwälte wussten, die enden schon bei der Abmahnung. Die meisten Firmen haben null Interesse daran, in einem öffentlichen Rechtsstreit die Sicherheit ihrer Software zu diskutieren. War bei uns nicht so. Mit dem Vergleich, da ist drin enthalten, ist eine Abgeltungsklausel. Das bedeutet, alle Ansprüche sind erledigt, völlig egal, ob sie berechtigt sind oder nicht. Und damit kann man nicht in Berufung oder Revision gehen. Das heißt, wir haben dem Gegner die vier Stufen, die noch hätten gezündet werden können, alle erspart. Oder haben wir uns erspart. Dem Gegner auch. wobei wir vermuten, dass wir am Ende die gewesen wären, die den vielleicht etwas kürzeren Atem gehabt hätten. Und wie gesagt, dieses Vergleich für uns ist in unserem Sinne, wir wollen sowieso eigentlich Responsible Disclosure, dass uns im Laufe dieses Verfahrens hin wieder mal vorgeworfen wurde, naja, die Kommunikation war nicht so gut, das tut uns leid, aber war halt ein Missgeschick. Was auch nicht, also zum Beispiel, man könnte auch noch Gutachter bestellen. Verfügungsverfahren ist viel länger. Es kann sich über Jahre hinziehen. Man muss es auch nicht gleich machen. Da gibt es Verjährungsfristen und so weiter. Und wir wollten da nicht auf einer tickenden Zeitbombe sitzen bleiben. Jetzt gibt es natürlich das nächste Problem. Kann man IT-Sicherheitsforscher jetzt denn durch rechtliche Schritte zum Schweigen bringen? Schwierig. Unsere Meinung? Jein. Also, bei uns hat es irgendwie nicht funktioniert. Also wir haben uns das Recht erkämpft, unsere Forschung, jetzt gerade auf Seiten der TUM, also dass wir es immer noch veröffentlichen können, wenn wir das wollen. Wir haben kein NDA unterzeichnet. Wir können hier mit euch heute über den Vorfall sprechen und tun das auch, um die Awareness für dieses Problem zu steigern, damit euch hoffentlich nicht so etwas Ähnliches passiert wie uns. Auf der anderen Seite haben wir schon das Gefühl, da das alles so ungeklärt ist, besonders diese verschiedenen Nuancen der Analysen, dass man eigentlich ja irgendwie immer einen Grund konstruieren kann, der rechtlich für den Juristen scheinbar ja auch plausibel zu klingen scheint, sodass man sagen kann, naja, das Anspruch ist vielleicht gerechnet und dann ist der Forscher, wenn er keinen Bock hat, durch einen wahnsinnig langen Instanzweg zu gehen, eigentlich immer mundtot machen. Und der psychische Druck ist enorm, das sage ich euch. Also das war einer der stressigsten, vielleicht der stressigste Sommer in meinem Leben. Wer vertritt denn Uni-Sicherheitsforscher? Eigentlich haben mich viele Leute gefragt, naja Leute, ihr seid doch Arbeitnehmer. Ihr seid alle abhängige Forscher, ihr habt ja eine Uni, also wieso kümmert sich eigentlich nicht die Uni darum und warum müsst ihr das machen? Warum das geht, das kann ich euch rechtlich leider nicht komplett auseinandernehmen. Es gibt da zwar im bayerischen Beamtenrecht, oh Gott, ich glaube Abschnitt 8, Absatz 2, 3 in Verbindung mit 2, 1, lass mich lügen. Ihr seht schon, wie sehr ich mich mit diesem Scheiß beschäftigen musste, obwohl ich kein Jurist bin. Aber beantragt haben wir das, eine Antwort haben wir dazu heute noch nicht. Im schlimmsten Fall muss das ins Bayerische Wissenschaftsministerium rauf, um eine Aussage zu kriegen, ob das geht oder nicht. Aber das ist tatsächlich aus TUM-Seite bis heute ungeklärt. Wie geht man als Forscher mit Nebentätigkeiten um? Mehrere von uns haben ein kleines Gewerbe nebenbei, in dem sie zum Beispiel Pentesting oder allgemeine IT-Tätigkeiten, die man halt so macht, dass man das irgendwie abrechnen können oder ordentlich abrechnen kann. Wenn jetzt, es ist tatsächlich ja in der Abmahnung aktiv passiert, von Seiten einer Firma konstruiert werden kann, naja, der hat eine Firma, das ist ein Konkurrent, der steht ja in Wettbewerb mit mir und unterliegt dann viel strengeren Regeln. Das ist, finde ich, sehr kritisch. Also zum Glück haben die Richter tatsächlich gesagt, naja, also stellen die jetzt ein Konkurrenzprodukt her? Nein. Aber trotzdem, der Vorwurf steht natürlich erstmal im Raum. Was wäre schön zu haben, was hätten wir gewünscht zu haben? Es wäre natürlich kurzfristig erstmal cool, wenn man das ganze Risiko von einem Unternehmen verklagt zu werden irgendwie versichern könnte, sodass man, wenn der Worst Case eintritt, dass man da wirklich jemanden hat, der will sich nicht einigen und der will dich durch die vollen 5 Instanzen durchschicken, dass man das irgendwie abfangen kann und dass wir das nicht auf, private Rechnung machen muss. Man kriegt das. Also da kriegt man vielleicht mal Geld wieder bei Gericht, wenn man ein Recht kriegt, aber die Anwälte, jedenfalls unsere, die wir engagiert haben, die wollen natürlich monatlich bezahlt werden. Und man kann ja auch eine Instanz verlieren.
Da wäre natürlich ist cool, man hätte irgendeine Rechtsschutzversicherung. Keiner von uns hatte eine. Nächstes Problem, das sind Sachen aus dem Urheberrecht, das ist ja ein Copyright-Verfahren. Das ist wohl, haben uns unsere Anwälte jetzt also gesagt, wenn sie eine gehabt hätten. Urheberrecht ist meistens ausgeschlossen. Und das liegt an den ganzen File-Sharing-Geschichten. Normalerweise fallen nämlich die alle da rein. Und wenn man wegen unlauterem Wettbewerb verklagt wird, wenn man nebenbei eine Firma hat, dann braucht man ja eigentlich, so Gewerbe ist dann auch irgendwie gerne ausgeschlossen bei Rechtsschutzversicherung. Also tatsächlich haben sie genau die beiden Punkte getroffen, wo es weh tut. Okay, also es wäre cool, wenn es da eine Versicherung gäbe, die genau für Sicherheitsforscher so ein Risiko versichern würde. Unterstützung durch Forschungsinstitute, also auch vor allen Dingen für, also wir hätten durch die Uni Unterstützung gebraucht. Also ich hatte schon den Eindruck tatsächlich, dass da durchaus viele Leute waren, die bemüht waren, uns zu helfen und die das auch versucht haben, aber die dann irgendwie über einen Paragraphen gestolpert sind, sodass sie es nicht machen konnten. Und es hat an einigen tatsächlich auch leider das Gefühl gehabt, es gibt so einen Unwillen im System, der halt sagt, ja, das fassen wir lieber nicht an. Da bräuchte man eine klare Bekennung zu Forschern, halt auch externen Forschern, weil nur den Mitarbeitern, das hätte jetzt Dominik zum Beispiel nichts gebracht und vor allen Dingen auch Studenten, wenn die auf so einer Arbeit draufstehen. Sowas wie Rechtsschutz und Mithaftung wäre interessant. Vielleicht gibt es eine Mithaftung tatsächlich, aber ihr wollt ja auch als Arbeitnehmer an der Uni nicht unbedingt gleich eure eigene Uni verklagen, oder? Also, das haben wir kurz überlegt, aber wir haben gedacht, okay, ein Mehrfrontenkrieg gegen eine Firma und unseren Arbeitgeber, das ist nicht so cool. Dann natürlich wäre dann auch noch cool, eine rechtliche Basis für Sicherheitsforschung zu haben. Die viele oder am besten alle Analysen, die man als Sicherheitsforscher so macht, irgendwie erlaubt. Also wir sind da ja mit irgendwelchen Copyright, das ist sowieso schon eigentlich ein bisschen wahnsinnig, mit irgendwelchen Copyright-Klagen überzogen worden. Ich frage mich da bitte nicht genau aus, aber soweit ich weiß, gibt es seit 2016 da im Digital Millennium Copyright Act, das ist das Entsprechung zum Urheberrechtsgesetz in den USA, eine explizite Ausnahmeregelung für Sicherheitsforschung. Wenn die da wäre, könnte man vielleicht viele rechtliche Fragen gleich im Keim ersticken und hätte auch mehr Sicherheit, wenn man da mit Juristen drüber redet, die sich jetzt nicht, diese ganzen Nuancen der Sicherheitsforschung und der Analysen, die das eigentlich gar nicht so genau beurteilen können. Gut, das war's von unserer Seite. Wir stehen euch jetzt für Fragen zur Verfügung. Danke. Dankeschön. Vielen Dank erstmal für diese Vorstellung dieses Leidensweges. Das ist ja wirklich erschreckend. Genau, wir kommen zur Q&A. Wer Fragen hat, kommt bitte an eins der Mikros. Meine Lieblingsansage ist immer Fragen. Punkt 1 bestehen aus einem Satz mit einem Fragezeichen am Ende. Zweitens, wenn ihr in ein Mikro redet, redet wirklich nah rein. Nicht in den Mund stecken, aber kurz davor. Der Nachredner wird es euch danken. Und für alle, die ganz dringend wohin müssen, bitte macht das so leise wie irgendwie möglich, damit ihr nicht den Rest stört. Und damit kommen wir zu den Fragen und beginnen direkt bei Mikro Nummer 2. Ja, danke für die aufregende Story. Vergleich mit einseitiger Kostenübernahme ist ja nicht der Standard. Meine Frage wäre, könnt ihr wenigstens beschreiben, wie hoch die Kosten waren, die die Gegenseite übernehmen musste, jetzt die Gerichtskosten und die Kosten eurer Anwälte? Also da gibt es so eine rechtsanwaltliche Gebührentabelle, die bestimmt nicht rechtsanwaltliche Gebührentabelle heißt, sondern irgendwie anders. Es gibt bestimmt einen coolischen juristischen Begriff dafür. Und nach der wird das berechnet. Und nach dem Teil sind auch die Kosten abgerechnet worden. Der Streitwert war 200.000 Euro am Schluss. Genau. Das werden auch erstmal Angst bei diesem Streitwert, der so wahnsinnig hoch ist tatsächlich. Bei einer Einzweckverfügung wollen sie eigentlich nur diese Unterlassungserklärung haben, hey, wir dürfen das nicht mehr bei Androhung einer Strafe. Und diese Streitwertgeschichte, danach berechnen sich eigentlich nur die Kosten für Gericht und die Anwälte. Soweit ich weiß. Mikrofon Nummer 1. Eine Frage, die ihr mit Ja oder Nein beantworten könnt. Hatte es für einen von euch 8 noch berufliche Konsequenzen? Ja. Ja. Danke. Nicht mich, aber ja. Okay. Also wir sind 2 verschiedene Teams, deswegen wir teilen ja, das so ein bisschen. 1 von 8, ja. Ja, okay, 1 von 8. Ja. Also auf unserer Seite nicht, dass ich wüsste. Also keine direkten beruflichen Konsequenzen. Also nervlich auf jeden Fall. Also auch schon so, dass man sich überlegt, hey, will man so ein Projekt nochmal anschieben?
Aber ich persönlich bin froh, dass ich es durchgefochten habe bis zum Schluss. Und ich bin auch mit dem Vergleich zufrieden. Mikrofon Nummer 3. Hi. Haben eure Anwälte mal die Frage beantwortet, ob das, was da im juristischen Text als dekompilieren steht, auch wirklich das ist, was wir als Techniker darunter verstehen? Also ist es wirklich F5 drücken oder ist es mehr so das kompilierte Programm in eine andere Form in überführen? Eine, irgendwie sowas in die Richtung, das halt, deswegen sagen wir Grauzone, Sicherheitsforschung, es ist... Dekompilieren ist auf jeden Fall böse, der Rest, deswegen hatten wir diese schönen Grafiken, es könnte alles irgendwie mit drunter fallen, übersetzen in andere Formen. Also wenn du ganz viel Lust hast, 69e tatsächlich aus dem Urheberrechtsgesetz, das ist tatsächlich der Dekompilierungsparagraf, der allerdings erstmal die Ausnahmen regelt, wo man noch dekompilieren darf. Da steht tatsächlich als Überschrift ganz groß dekompilieren und es wird nicht näher bestimmt, was jetzt genau dekompilieren ist. Ich gehe davon aus, dass, also das weiß ich tatsächlich nicht, tatsächlich, wie, was genau jetzt für den Juristen dekompilieren ist. Also, wir haben im juristischen Fachartikel gelesen, da war Disassemblieren schon dekompiliert. Und genau diese Frage kann unser Rechtsanwalt nicht beantworten, das müsste quasi das Gericht irgendwie dann entscheiden. Also da kam von unserer Seite ganz klar die Ansage, dass wir kennen keine Referenzurteile dazu, wir haben keine Datenbasis, dass wir sagen können, hey, so wird das denn schon ausgehen. Das müsste man mal klären. Juristisch. Alles, was wir Ihnen sagen können, sind nur Meinungen. Das kann jeder Richter anders sehen und entscheiden, wie er möchte. Haben wir eine Frage aus dem Internet? Es stellt sich die Frage, es wurde im Vortrag angemerkt, dass die Studenten und Forscher ein Recht auf oder Versicherung haben sollten. Es ist weniger so eine klare Frage als... Hätten nicht alle Recht darauf, eine Versicherung zu haben, wenn sie ihre eigene Software, die sie verwenden, auf Sicherheit überprüfen wollen? Das war so gemerkt, die mehrheitliche Forderung, es wäre erstmal schön, wenn es eine Versicherung gäbe, die es dann versichern würde. Also kurzfristig. Also es wäre erstmal schön, wir kennen keinen, also tatsächlich, wir haben uns gefragt, hey, schließen wir jetzt einfach eine Rechtsschutzversicherung ab, als das Schreiben reingekommen ist. Die hätte jetzt zwar natürlich nicht mehr den Schaden bezahlt, der jetzt gerade eingetreten ist, aber für zukünftige Fälle wäre das ja sinnvoll gewesen. Und wir haben uns dann da so ein bisschen informiert und sind auf diese Probleme gestoßen. Hey, selbst wenn wir eine Rechtsschutzversicherung gehabt hätten, hätten wir vielleicht das gleiche Problem gehabt, ist nicht abgedeckt durch die Police, könnte selber zahlen. Natürlich stimme ich dem Internet dann auch zu, es wäre das, was man, also man sollte das sich selbst anschauen dürfen, aber das ist das Recht, das muss geändert werden vielleicht. Mikrofon Nummer 2 bitte. Der CCC macht ja auch sowas, wenn jemand Daten findet oder wie auch immer rankommt, dass er sich da dann ja mit einschaltet. Habt ihr den CCC bei euch auch mit angesprochen und wenn ja, wie ist das gelaufen und ausgegangen? Da hatten wir wechselnde Erfahrungen. Ich hab recht eng mit dem CCC kommuniziert gehabt und war eine ziemlich gute. Wir hatten auch unsere Anwälte über den CCC empfohlen bekommen. JBB war zum Beispiel sehr 2 Daumen hoch, wenn man mal sowas hat. Aber das ist halt irgendwie bei 8 Leuten verzwickt gewesen. Also auf unserer Seite tatsächlich ist es so ein bisschen, ich will jetzt dem CCC das nicht vorwerfen, es kann vielleicht auch einfach nur ein Kommunikationsproblem auf unserer Seite gewesen sein, aber tatsächlich bei uns ist von der ausgestreckten Hand des CCC leider nicht ganz so viel angekommen. Der Herr Jäger, die Kanzlei JBB, der die Nürnberger Forschungsgruppe vertreten hat in dieser Sache, der wollte uns nicht auch mitvertreten. Das war eigentlich mehr einfach Pech, dass die Gegenseite uns einfach so ein Gericht gezerrt hatte, wo wir eigentlich völlig separat voneinander geforscht haben. Der wollte potenzielle Interessenkonflikte vermeiden, weil wir ja doch sehr heterogen sind. Und dann hat er gesagt, ich empfehle euch einen Kollegen tatsächlich. Aber da, es war halt dann schon sehr, sehr weit weg. Vielen Dank für den Talk erstmal und die Frage bei den ganzen zurückgebliebenen Unklarheiten und ja auch so einer klagewilligen Antragstellerin, was ja wohl auch nicht selbstverständlich ist, wäre es nicht voll sinnvoll gewesen, das einmal durchzuklagen, um irgendwie ein Grundsatzurteil zu bekommen oder im Präzedenzfall und die Kosten, die dabei also entstehen, die natürlich gefährlich sind, nicht eher solidarisch zu tragen? Genau, meiner Meinung nach hätten wir also am Schluss nur bewiesen gehabt, dass man uns nicht beweisen kann, dass wir dekompiliert haben. Das wäre das... was am Schluss dabei hätte rauskommen können.
medienwirksam wäre es vielleicht sinnvoll gewesen zu verlieren, aber da hatte absolut niemand Lust drauf. Also. Okay, also meintest du jetzt tatsächlich, dass die Gegenseite das versucht, bis zum Ende durchzuklagen, um irgendwie zu gewinnen und sich nicht zu einigen? Oder worauf bezogst du die Frage? Ja, schon auf uns. Schon auf die Frage okay. Bezieht sich darauf, ob diese Praktiken, die sozusagen bei dieser Sicherheitsforschung angewendet werden, nicht dann doch durch die Gerichte so eingeordnet werden, ob das legal ist oder nicht, weil so bleibt ja das Jein. Ja, das ist richtig. Also das Problem ist tatsächlich, also die Komponente, die man nicht ganz vergessen darf dabei, ist, also es sind 8 Forscher, die alle auch im Leben noch was anderes vorhaben. Einige waren zu dem Zeitpunkt der Klage zum Beispiel schon gar nicht mehr bei uns an der TU. Du stehst mit dieser riesigen Autorengruppe da vor Gericht und das musst du über 2 oder 3 Jahre, also wir haben versucht, alle Entscheidungen im Konsens zu treffen. Das habe ich einen Sommer lang, war ich quasi Telefonzentrale für die Münchner Seite der Autorengruppe und es war ein Vollzeitjob, weil jeder überall woanders war. Und das versuchen irgendwie über Jahre hinaus zusammenzuhalten, ist ein Albtraum. Das ist ein wahnsinnig psychologischer Druck und du weißt, du vom Gericht, du versuchst ja erstmal die niedrig hängenden Früchte zu nehmen. Also zum Beispiel in dem Schreiben der gegnerischen Rechtsanwälte, da waren formale Fehler drin. Da fehlt mal ein Paragraph tatsächlich. Also, du siehst das Dokument und stellst fest, da fehlen Absätze. Das Dokument ist nicht schlüssig an sich, rein formal. Das natürlich fängst du nicht erstmal an, in den Brunnen der Dekompilierung ganz tief hinabzusteigen. Du sagst erstmal, hey Leute, da fehlen Seiten. So. Wie viel Mühe gebt ihr euch denn mit euren Schreiben? So, das schmeißt du dem, das ziehst du dem ja erstmal als erstes um die Ohren. Und ob dann am Ende wir wirklich uns jetzt auf das Dekompilierungsding da gestürzt hätten, das ist völlig, völlig offen. Gut, Zeit ist um. Wer noch Fragen hat, ihr beide seid vielleicht ja noch einen Moment hier vorne erreichbar. Also wer noch eine Frage loswerden will, kommt einfach nach vorne. Ansonsten war es das und damit wünsche ich mir noch mal einen großen Applaus für die beiden. Danke.